Ich wünsche euch einen wunderschönen und herzlich willkommen hier zur nächsten Folge der Mega 2XL Farm. Wir sind im Serion 3000 unterwegs mit der Scheiben-RG hinten dran, denn wir wollen ein bisschen Sokrumhörse unter die Erde bringen, sagen wir es mal so. Also abgeerntete Sokrumhörse. Damit wir neue Sachen ansehen können. Parallel ist gerade Kursplay mit ein Fiat Agrio unterwegs und seht Weizen an. Das werden wir auf zwei Felder, denke ich mal, machen. Und denn irgendwann... Oh, komme ich hier überhaupt durch? Ah, wir versuchen es einfach mal. Das ist nicht mal unser Feld. Okay. Und denn irgendwann eines Tages werden wir dann auch noch Sonnenblumen ernten, sobald das soweit ist. So, wir klappen The Grid aus. Ich glaube, das müsste die Taste gewesen sein. Yep. GPS an. Kann direkt einen A-Punkt setzen, hätte ich gesagt. Runter mit dem guten Stück hier. Und auf geht's, ab geht's. Wir haben keinen Steinsammler, glaube ich. Aber wir haben eine Leimproduktion, mit der wir aus Stein Kalk herstellen könnten. Und Kalk ausbringen müssen wir tatsächlich auch irgendwann nochmal. Teilweise. Nicht überall, aber teilweise. Ja, muss ich mir nochmal Gedanken machen, wie wir es am besten machen. Hä? Dann machen wir hier nochmal einen A-Punkt. Einmal bin ich dumm. Ja. Diesmal machen wir hier einfach eine ganz simple Folge. Ohne irgendwelche Beauty-Shots oder so, denn ich habe ein bisschen was vor und dafür muss ich ein bisschen was vorproduzieren und dementsprechend machen wir es jetzt ganz, ganz einfach. Hoffe, es ist okay für euch, dass wir hier eine einfache Nummer heute mal draus machen aus dieser Folge. Dafür ist einer der nächsten Videos, könnt ihr einen Gaming-Stuhl gewinnen. Hat doch auch was, würde ich sagen. Ja, und falls du den LS25 noch nicht hast, kauf den gerne über den Links in die Videobeschreibung. Damit haben wir alles an Werbung hinter uns. Wir sind hier mit dem Class Serion unterwegs, mit dem 3000er. Das Vorgängermodell von dem Class Serion 3800, also den legendären Klassiker, auf den so viele Bock haben. Ich finde den hier auch richtig hübsch, richtig schön. Und ich war ziemlich froh, als der hier als Mod rauskam. Fand ich ziemlich, ziemlich geil und spiele damit sehr gerne. Der hat nur ein kleines, rutschiges Problem. Und zwar fängt er an zu rutschen, wenn man den einfach mal stehen lässt. Oha. Talentlosigkeit. Extreme Talentlosigkeit. Muss natürlich auch die Scheibenecke runterlassen. So. Eigentlich ja schön gelöst. Nee, kein bisschen. Aber ja, ich üb noch. Ich habe jetzt seit fast anderthalb Wochen keine LS mehr gespielt, Freunde. Ich war ja auf dem Wacken, hatte ein bisschen Vorbereitung und so dafür. Und jetzt bin ich wieder zurück. Dementsprechend verzeiht mir meine Fehler. Ich arbeite hart daran, dass es besser wird. Ja, schlimm. Schlimm ist das. Naja, so. Ich habe mir auch was Lustiges überlegt. Weitere LS-Videos. Mal gucken, wie das bei euch ankommt. Ich will heute Abend eigentlich noch eins davon aufnehmen. Ich glaube, das wird zeitlich nur kaum noch machbar. Muss ich das morgen früh machen, mal gucken. Aber ich glaube, das ist ganz cool, was ich mir überlegt habe. Da. Das wird was. Habe ich das Gefühl. So. Ab in die nächste Bahn. Der Serion ist ja sehr, sehr wendig durch seine Allradlenkung. Von daher können wir auch direkt in die nächste Bahn reinschießen. Der Mittelholm hier, der stört so ein bisschen bei der Sicht nach hinten. Ja, naja. Man kann nicht alles haben, ne? Vielleicht machen wir auch so ein Serion Imperium hier auf. Wir holen uns noch den anderen, den 3000er, den großen, den ja, also die verschiedensten Generationen an Serions hier auf dem Hof. Das wäre doch was. Wäre bestimmt lustig mit anzusehen. So. Also ich denke mal, dass wir auf dem einen Feld, was gegenüber von unserem Hof ist, das ist auch schon mit der Scheibenegge bearbeitet. Ich gehe mal davon aus, dass wir dort auch noch Weizen drauf ansehen.
Dann werden wir noch ein weiteres Feld mit Sonnenblumen bepflanzen. Ich weiß gar nicht, genau, ein Feld mit Mais brauchen wir noch. Usokrum-Hirse ist da halt auch gar nicht so schlecht, weil wir es als Basisfutter für die Schweine benutzen können. Sonst brauche ich halt kein Mais. Mais wäre halt auch nur Basisfutter für die Schweine, aber wie gesagt, da können wir Usokrum-Hirse auch ganz gut für nehmen. Ah! Muss ich mir mal Gedanken zu machen. Könnt ihr vielleicht, falls ihr ein bisschen mehr Erfahrung mit Schweine habt, was macht denn mehr Sinn? Körnermais als Basisfutter für die Schweine oder Usokrum-Hirse? Usokrum-Hirse ist natürlich einfacher als Körnermais. Naja. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir hauen jetzt hier eine Zeitraffer rein, machen das Ganze fertig und übernehmen dann nochmal den Fiat Agri, um nochmal ein bisschen Saatgut in den Boden zu bringen. Aber dafür muss ich erstmal auf diesem Feld hier fertig sein. In dem Sinne, let's go! So, mit dem Fiat Agri auf dem Feld nochmal Weizen ansehen. Ja, so, ab in die nächste Bahn. Wir können eigentlich, das hat eigentlich eben ganz gut funktioniert, direkt in die nächste Bahn reinziehen, ohne eine Bahn zu überspringen. Ja, das funktioniert wunderbest. Der ist viel lauter als die anderen Traktoren. Also der Fiat Agri ist wirklich eine ganze Strecke lauter als sowohl der MB-Truck als auch der Classerion. Ist immer wieder eine Überraschung, wenn man in solche Traktoren reinsteigt. Ich bin ja, also Traktoren, klar, die sind auch im Real Life unterschiedlich laut, aber gerade hier im Spiel mag ich das eigentlich, wenn die gleich laut sind. Natürlich unterschiedlich klingen, aber gleich laut sind. Auf diesem Feld werden wir jetzt hier Weizen anbringen, oder wir sind dabei, hier Weizen auszubringen auf dem Feld. Es geht mir bald das Saatgut aus, dann müssen wir nochmal Saatgut holen. Und ja, was wir genau auf die anderen Felder machen, müssen wir mal gucken. Da habe ich eine Menge Ideen. Zum Beispiel Mais und Usokrum-Hirse. Obwohl, nee, eigentlich nur Mais oder Usokrum-Hirse, nicht beides. Ah, ich bin so lost. Ey, es ist auch so, ist auch schon wieder so spät gerade. Und vielleicht kennt ihr das so, dass wenn irgendwann die Luft raus ist, dann funktioniert auch irgendwie nichts mehr so richtig. Dann kann man so ein bisschen vor sich her daddeln, aber vernünftige Sätze sprechen wird dann schwierig. Genau in diesem Stadium bin ich jetzt gerade angelangt. Dementsprechend würde ich sagen, ey Freunde, ich hoffe, ihr hattet hier ein schönes Erlebnis mit diesem Video. Wenn ja, Däumchen nach oben wäre fantastisch und ein Abo. Ich sehe jetzt dieses Feld zu Ende an und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich denke mal, die Sonnenblumenernte werde ich ohne euch machen. Wir werden so einen kleinen Zeitsprung hier haben, bis nach der Sonnenblumenernte. Dann mal gucken, was wir Schönes machen. Bis dann, danke und tschüss.